hallo zu Game of Thrones von Telltale, Episode 4. Und wir sind zurück. Lange hat's gedauert. Aber wir mussten es aus dem ewigen Eis kämpfen. Und ja, der andere ist auch wieder mit dabei natürlich. Moin, moin. Also nur fröhliche Aussichten hier mit der Eismumie. Also. Ja. Freuen wir uns auf White Walkers. Bin übrigens schon sehr gespannt, wann es weitergeht. Wann endlich der Trailer zu Staffel 6 kommt. Gab es nicht schon so einen Teaser? Ja, aber. Warte ich noch auf mehr? You shouldn't say that. Why not? Mira, I'll meet you inside. What are you doing here? I have to get in there, Sarah. I know I'm not supposed to attend. But then you know Lady Marjorie doesn't want to see you. What could be so important? Hatten wir das nicht schon mal? Waren wir nicht auf diesen Außenfesten mal? Hallo? Das ist das, wo wir sie verladen haben. Wo wir ihr gesagt haben, wir helfen ihr nicht. Ja. Schlimmeres, ich habe gerade gar keine Maus hier im Spiel. Das ist ja... okay. Während der Pause habe ich keine Maus. Ah, okay, jetzt macht's Sinn. Und ich höre keinen Sound. Aber dann... Entweder ich höre mich doppelt wahrscheinlich oder ich höre gar nichts. Möchtest du dich doppelt hören, dann kann ich dir Sound geben. Oh, gib mir Sound. Warte, was haben wir gleich? Ich will mich doppelt hören. Ja. Besser? Oh ja, hallo. Wie ist denn diese sexy Stimme auf der anderen Seite? Oh, das bin ja ich. Die Stimme aus dem Off. Aus dem Orf? Orf, Off. Achso, aus dem Ohr, ja, Österreich. Katsching. Ich war der Meinung, wir hatten diesen Gartenbereich mal bis zu einer bestimmten Stelle gespielt. Vielleicht gab es dann keinen Speicherpunkt. Das wäre möglich. Ich habe noch keine Ahnung, was wir für Antworten gegeben haben. Wer war Morgan und Andros eigentlich nochmal? Jemand, den wir kennen sollten. Ah, das geht echt gut los. Das trifft eigentlich immer. Bitte? Das erste trifft es eigentlich immer. Ja, ne? Gehen wir das mal. Lord Whitehill is up to something. He's conspiring against my family. Oh, da guckt sie. And someone in there is helping him. Look, I can't get you in. Marjorie's already furious with you. And I'm not really interested in joining you on her bad side. Achso, und dann haben wir das zweite gesagt. Du redest nicht zufällig. Guckst du gerade die Folge? Nee. Okay. Aber ich weiß noch, dass wir sie offliegen haben lassen oder wollten. So quasi erpressen. Ja, stimmt. Ja, ja, ja. Und. You're on your own. So lange ist auch schon wieder nicht her. I'll tell everyone your secret. I told you that in confidence. You'd really use that against me. Oh, sie wird sich dran machen. I would. Ja. Werden wir. Fine. Eine Crew. I'll get you into that party. But after that, you're on your own. Oh. Bitchfight. She's with me. We'll stay out der of guckste. Trouble. I promise. Ist es jetzt noch bevor dann mit der Hochzeit alles apeshit geht? Nee, die war schon. Der Tyrell, wie heißt er denn noch? Tyron, Tyron. Der Kleine. Halbzwerg da. Tyrion. Tyrion, genau. Ich war nah dran. Der ist schon verhaftet. I was worried you'd run off with your friend there. And what if I did? Der wieder? I'm not sure I could blame you. Der schon so leicht schwul ausschaut. Mira,
Lord Garibald Tower. Das hat man echt schon. She's quite lovely. Where have you been hiding her? Ja, ich war der Meinung, wir hatten hier irgendwie schon eigentlich die ganzen Leute abgegrast. Wir könnten eigentlich das zweite machen. Sie so richtig sauer machen. Na okay. Wenn schon, denn schon. Also, ja, okay, ja. You're making her blush. Gucken wir mal, was jetzt kommt. I can see why Sarah likes you. Hopefully that's not the only reason. It's quite a feast, isn't it? Just be careful around the wine. Though I hear you don't partake yourself. It's easy to forget. Nothing you do in King's Landing goes unnoticed. Drink too much once and you're forever the drunken fool. Talk to the wrong people and... Oh, Lord Tarwick! Oh. What was that about? Nothing. That subject isn't fit for your delicate ears anyway. Oh, really? My That's ears enough, are not we'll delicate. See about that. Of course they are. Look how tiny they are. Little loaves. Stop it. What? I mean it. The White Hill? Is there someone you'd rather be talking to? Yep. Ja, Lord Morgrün und Andros, ne? Mhm. My apologies. I just noticed Lords Andros and Morgrün over there. What a shame. Ruining a perfectly good afternoon with that nonsense. Perhaps someone should encourage them to argue elsewhere. If you'll excuse me. This reminds me of the tourney at Lannisport. You wouldn't believe it. You told me this story. But you would have loved it. We danced all evening. Genau, dann waren wir am Ausspionieren. Andros, you're being ridiculous. Joa. Frage ist, sollen wir das. Ich mach das mal im Schnelldurchlauf hier, weil was wir ja schon alles hatten. Mach mal einen Speedrun. Wenn es denn gehen würde, so wie hier. Fail. So. Das Banner erinnert mich eigentlich mehr an Baratheon und Lannister. Das Banner? Mhm. Mit dem Hirsch? Ja, Hirsch und Löwe. Ah, wieso? Baratheon. Weil Joffrey doch noch immer der Sohn eines Baratheons war. Aber Joffrey ist ja schon weg. Ja, nun kann ja keine Ahnung, wie oft sollen die Fahnen neu sticken. Also wenn ich ein Lannister wäre, ich würde sofort abreißen. So die eine Hälfte abreißen. Wasn't he Lannister? One of their guard, but still. Surely they found who did it. No, they haven't caught him yet. Not for lack of effort, mind you. I hear they've spared no expense. Hast du eigentlich einen Zeittimer mitlaufen? Ja, das Programm, das zeigt mir die Zeit an. Okay. Irgendwo konnte man, glaube ich, einen Wein trinken. Sollen wir hier reden oder... Zuhören. Zuhören? Würde ich sagen. Zuhören? Okay. Oh, I can't remember. I think it was a bird? Close. A cock. That's it. No, that's terrible. You're the one telling the joke, remember? Spanne. Ja, dachte ich mir auch gerade so. Wie immer zu. Wie unauffällig sie vorbeigeht. Ja, ja. Erstmal voll angucken und dann genau daneben hinsetzen. But how did you manage it? Lord Whitehill trusts me above all others. That's why I'm the only one he's willing to work. Oh, an exclusive deal. How good for you, Andros. Well, I've got my family to consider. When's the last time you even saw your wife, Andros?
Frage, die ihr besser nicht beantwortet. Da kann man sich besaufen, glaube ich. Ja, das hat man auch, glaube ich, einmal gemacht. Wir haben einen Schluck Wein genommen. Genau. Ob das das vergiftete Glas ist? Na, hoffentlich nicht. Wobei ich glaube auch, dass das hier nicht mehr die After-Todesfeier ist. After-Party. Naja, die muss es nur richtig betonen. Die After-Joffrey-Party. Wie geil das wäre. So, wir können mit denen hier immer noch reden. Oben immer. Das geht nicht weg. Sarah? Lord Tarwick? Well met, Lady Lyra. I hope you're enjoying yourself. Have you had any luck? Luck? With what? This place is full of eligible men. I assumed you were on the lookout for a husband. That isn't really what Mira's interested in. Nonsense. You must have your eye on someone. Oh, don't press her, Garibald. I'm only curious. No. Nummer zwei. Ja, dachte ich auch gerade. Ja, oder wir wollen wirklich was von Andros wissen? Die Frage ist, wollen wir wirklich jetzt was von Andros wissen, wenn wir wissen, dass er mit Whitehills zusammenarbeitet, oder wollen wir was über den anderen wissen? Weil Whitehills wissen wir, sind böse. Ja, dann machen wir das. Über Morgrün. Harm in that? You can tell me. What can you tell me about Lord Morgrün? He's a handsome fellow, isn't he? He has an odd reputation, though. People say he's dangerous, but I couldn't say why. I didn't know that. Thank you, Lord Tarwick. I should be going. Stay out of trouble, Mira. Wie immer. Ja, ja. Unser zweiter Vorname ist Stay Out of Trouble. Ah, okay. Moment, hier ist nur so lange, deswegen quitzt man immer ab. Is there no longer a demand? I can't imagine that would be the case. Dann ist doch stowed. Such wild speculation. I've simply lost interest. I'm moving on to better things, as they say. And what would that be? No. I can see what you're doing. I'm not giving away my secrets just yet. Okay. Also wir haben noch diese komische Depesche hier dabei, über das Holz. Ist es das, was wir aus Tirens Zimmer geklaut haben? Ich würde sagen, ja. Es ist die Frage, wie vertrauen wir mehr? Ihm, der schon mit den Whitehills über Ironwood, also das Holz aus unserer Familienstammbau handelt, oder den anderen Heini hier? Erstmal der Morgrün, oder? Ich glaube, der mag den Ironwood-Typen ja nicht. Please, if you'll excuse me. Lady Mira, I'm impressed. Impressed with what? That you aren't currently locked in a cell. I trust this means that you took care of that contract. How did you do it, if I may ask? I wasn't expecting to see you again, if I'm being honest. You must have made quick work of it. Zwei oder drei. Ich würde nicht gleich sagen, hey, übrigens, wir haben es gestohlen. Ja, das wird mir so peinlich. Nehmen wir das zweite. Ich würde nicht sagen, klingt gerade noch was. It, Fenstermodus, das Spiel übrigens ein bisschen kompliziert, weil die Maus nie immer auf das reagiert, was man so klickt. So, what have you been up to? Enjoying yourself? No, I suppose if you're talking to me. Ja. Das ist eigentlich alles interessant. Naja, das zweite? Achso, oder das erste? Ah, das wieder wissen. Das ist das, was wir von der Konversation erfahren haben. Naja, das.
der da hinten, der andere arbeitet in den White Hills. Er hier hat aufgehört, mit Ironwood zu handeln. Ja, wir haben sagen, noch diesen Vertrag. Das weiß er ja, ne? Bessere Einnahmequellen oder so. Also, ja. Das zweite wird uns auch nicht verraten. Eigentlich ist es egal. Zum zweiten wird er uns nichts sagen. Zum dritten wird er sagen, ja. Und zum ersten wird er sagen, ja. Nur das erste, vielleicht mag ich ihn ja. When we first met, you were negotiating for Lord Whitehill. Ja, den, da mag right. er nicht. But now Lord Andros seems to think he's the only one working for him. Ja, vielleicht können wir ihn dadurch ja noch überzeugen, auch gegen die Whitehills mit Tod zu gehen, wenn er die Andros sieht. I've been pushed out of the Ironwood business. Oh. All thanks to my partner, the bloody imbecile. Andros is now Lord Whitehill's exclusive contact in King's Landing. No matter the fact that I introduced them in the first place, that man would be nothing without me. Okay, jo, was sind Andros Pläne? Haben wir noch nicht weggepusht und wir haben einen gemeinsamen Feind. Vielleicht das erste? Joa. Den dritten könntest du uns fragen, warum wir ihn nicht leiden können. Do you know what Lord Andros is planning? He's acquired a large amount of gold, but I haven't the slightest idea what he intends to buy with it. Whatever it is, he's managed to get a Lannister involved. A Lannister? Lyman. He may only be a third cousin, but he's a Lannister all the same. Rickard, are you done flirting with that handmaiden? We need your opinion here. Leave him alone. Please excuse me. Lannister. Okay. Wir können mit ihm hier auch nochmal reden. Mhm. Oder nochmal Eyedrop? Das gab's vorher, glaube ich, nicht. Stellen wir uns genau daneben und gucken mal. Nö, nee, ja, ich will gar nicht wieder raus. And the Lannister, too. I thought we were done talking about this. You asked me about my friend. Your friends? Yes, Lyman is your business partner. What's the difference? Fair enough, Andros. And if my friends happen to protect me from the crown, all the better. I think I need more wine. Ach, so naiv. Mhm. Never trust a Lannister. Was ist der Unterschied zwischen Geschäftspartner und Freund? Ja. Yeah. Vor allem, wenn es Lannister ist. Jo. Dann reden wir mal den Lyman hier. Excuse me. Lyman Lannister? Shit. You startled me. As if I don't. Das erste? Ja. Already have enough to deal with. Here, let me help. That's very kind of you. Thank you. But I'm fine. I just get clumsy sometimes. I'm afraid you have me at a disadvantage, Lady Mira. Lady Mira. I'm not used to being approached so boldly. But I'm glad you did. I always feel a bit out of place at big gatherings like this. So, what brings you over here? I'm not the best company, I'm afraid. Der Wein. Mhm. Du stehst neben einer teuren Weinflasche. Du stehst mir im Weg zwischen mir und meinem Wein, genau. Ja, ich hab gehört, du bist für wichtige Geschäfte hier zuständig. Du arbeitest mit Andros, richtig? Oder du siehst aus, als ob du Unterstützung brauchst. Oder Company, so. Als ob du mit wem quatschen wollen würdest. Ja,
Ja. Unterhaltung. Siehst du denn gelangweilt aus? Ja, machen wir das vielleicht. You look like you could use some company. What are you doing all by yourself? I don't mind, really. I only came to discuss some business with Lord Andros. I'm told it's rude to leave early. Oh? What kind of business? I really shouldn't talk direkt. About it. Sie macht Andros schon. Came to me in confidence. You understand? He wouldn't be pleased, I'm sure. You can trust me. Du kennst mich nicht, aber... Ja. Das Oberste? Boah, das ist aber schon echt extrem, oder? Wollen wir nicht eher sagen, wir respektieren das? Nee, dann kriegen wir jetzt recht keine Antwort. Vielleicht ist er dann impressed? Ja, komm, mach das Erste. Impressed? Achso, du meinst wegen... Ja, genau. Dass wir uns raushalten, dass uns... Und dann machen wir ihn betrunken und dann... Ah, okay, ja gut, das ist auch eine Möglichkeit. I respect that. Trust is so rare in King's Landing. I'm glad you think so. And just between us... Simon! What do you think you're doing? What? Nothing. You stay away from him. Andros! We were just talking. You were just talking to Mira Forrester. Forrester? I didn't realize. My lord? Let me say this as plainly as I can. Don't ever meddle in my affairs again! Ist noch lauter. Der macht uns eine Szene. Lady Marjorie. Autsch. Lady Marjorie. Das war knapp. Kuchen verstecken. Lady Mira? That was quite a scene over there. Are you all right? I'm fine. I can handle Lord Andros. It's Lyman I was worried about. What do you mean? Honestly, that story isn't fit for a maiden's ears. Just be careful around him. All right? Wenn du wüsstest, was wir schon gehört haben. Ja, drängen wir ihn uns zu erzählen, was er denn gehört hat. Don't be a tease. Halt uns nicht so auf der Folter oder so. Spann uns nicht auf die Folter. Ja. Trade, you just tell me. Das Erste? Das Erste ist sehr direkt, auch wegen dem Ausrufezeichen. Ne? Ach Gott, man weiß ganz. Ich weiß immer nie, was man hier klicken soll. Was heißt ein Tease? Don't be a tease. Ein Teaser, oder? Sowas wie. Ich kenne Teaser-Trailer, das ist ja, genau. Alles, was ich kenne. Don't be. Aufziehen. Okay, reizen. Und sowas wie. Na, reizen nicht. Ich hätte jetzt sowas gesagt, sei kein Spielverderber oder sowas dann. Ich habe gerade nachgeguckt. Ich habe gerade nachgeguckt, das ist es. Ja? Yeah? Also aufziehen oder hänseln. Ah, okay. Ja, wollen wir das nehmen? Ja. Dann sind wir zumindest nicht so. Don't tease me, Lord Tarwick. I'll keep your secret safe. Oh. I suppose I could tell you. If ja, you'll first tell me something about Sarah. Your help could save me a lot of embarrassment. I'd be very grateful, Lady Mira. What do you want to know about Sarah? Sarah Durwell. Interesting name, that. Funny thing is, the last Durwells died off almost 200 years ago. What can you tell me about her family? Something isn't quite right, but I'm not sure. You must understand, I can't court a woman just because I like the way she laughs.
Okay, mit dem ersten Satz sagen wir, da ist etwas, aber wir wollen es dir nicht sagen. Mit dem zweiten Satz lügen wir ihn direkt an. Ich glaube, es heißt so viel wahrscheinlich, ich bürge für ihre Familie. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber mein Mauszeiger ist auf Nummer 3. Der Gesichtsausdruck von ihm würde zu dieser Antwort aber auch schon direkt passen. Ja, vor allem, er ahnt es ja schon. Und wir haben sie jetzt schon ziemlich angepisst, also was soll noch passieren? Sie hasst uns ja sowieso schon. Ernsthaft? Ja, sicher. Damit verdienen wir, was würdest du machen, das Zweite? Nee, sie hat uns gerade vor Marjorie bewahrt, aber okay. Ach, mit der krachen wir sowieso noch zusammen. Das ist Telltale. Okay. I need to know her family, her parentage. She asked me not to tell anyone. But Sarah is a bastard. Are you certain? Sarah Flowers. The Tyrells renamed her. Vor allem mit dem Vorsatz. Oh, gesagt, ich soll sie was sagen. Und jetzt verrat mir dein Geheimnis. So dem Erstbesten, der uns dann fragt, ihm verraten wir es. Ja, passt. Und dann das erste hinten nachschieben. Aber sag mir nicht, es ist von mir. Ja, ja, oder sie ist immer noch eine gute Person, oder? Sie lügt seit Jahren. Jo, läuft. Das zweite? Ja, okay, passt. She's still a lovely person, though. And if you really like her... She's a liar, Mira. And she's low-born. I'm afraid my admiration ends here. Aww. Thank you for being honest with me. It was the least I could do. And now, Lord Tarwick, it's your turn. Right. Lyman Lannister. Genau. 10 years ago, Lyman was injured at the tourney at Lannisport. He took a bad fall from his horse, needed milk of the poppy for weeks just to keep from screaming. Oh. And between us, he's never stopped drinking the stuff. Can't stop, actually. He spent all his money trying to get more. The man can't go a day without it. So that's why he shakes. You mustn't repeat that, Lady Mira. I shouldn't even know about it. Besides, Lyman suffered enough embarrassment. And every man's entitled to his secrets. Also er ist quasi vom Pferd gefallen und nimmt seitdem Schmerzmittel. Ja. Aber Milch? Ich habe verstanden, dass er Milch nimmt. Ja, das habe ich auch erst verstanden, nur nachdem das Gespräch irgendwie weiterlief, damit dass er andauernd trinkt und jetzt irgendwie immer diese Weinflasche in der Hand hält und sie sagte, ach, deswegen taumelt er so, dachte ich, er ist betrunken. Mhm. Oder er kriegt Medikamente, die irgendwie auf Milch basieren, keine Ahnung. Oder Medikament mit Milch und Alkohol dürfte jetzt eigentlich harmlos sein. Ja. So ein Milchbubi. Keine. Ach ja. Telltale, ganz ehrlich, für 5 Euro mehr hättest du das Ding auch mal auf Deutsch rausbringen können. Mensch, das Kinders, ey. I want Telltale. Ja, okay. Das Erste, das glaubt uns bestimmt. Wir haben gerade unsere beste Freundin verraten. Ja, das Erste. Wir wollen ihn ja irgendwie auf unsere Seite bringen. I promise. Good. I'd hate for Lord Andros to trace this back to me. You learned that from Andros? The man's mouth is bigger than the Blackwater. Poor Lyman has no idea. Now, if you'll excuse me, I have some arrangements to undo. Lady Mira? Oh Gott, sie hat gesehen, wie wir mit ihm gesprochen haben. Klar, das ist Telltale.
So. Sieht es so folgentechnisch aus? Ja, wir sind 30 Minuten. Da wollte ich jetzt nämlich gerade darauf hinaus. Ich habe nämlich nur mal auf eine Stelle gewartet, wo es ruhig ist und wir nicht gerade auf irgendwelche Texte antworten müssen. Mhm. Jo. Es bleibt weiter spannend. Ja. Denke ich mal. Also, politische Intrigen auf der Dachterrasse. Cooler Folgentitel. Ist nur zu lang. Auch wieder abkürzen. P-I-A-D-T. Wer das erraten kann, ja. Schreibt es in die Kommentare. Echt mal. Na gut. Jo, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Humulumul, Mors, Mors. Vielen Dank fürs Einschalten. Dir, Volvo, vielen Dank fürs Dabeisein. Achso, übrigens, du bist zurück in Österreich. Ja, ich hab's endlich geschafft nach 3 Monaten. Ja. Ich hab den Weg nach Hause gefunden. Jetzt kann's weitergehen. Hat sich nur 7-mal verfahren auf dem Rückweg da. Ja. In den ganzen Schluchten. Schluchten. Ey. Na. So, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Bis dann, ciao. My family's counting on me to put things right. Vows aren't going to stop me. Why did you come here? I just need your help. My cell swords will help me free the slaves of Marine. Get them into the city, and I will see that you are rewarded. Why the hell are you drinking? I have always hated this place. Lord Whitehill is conspiring against my family, and someone is helping him. Lena. Something's happened. I command Father's elite guard. They're yours, if you'll help us take down Griff. It's time someone brought Griff down. What are your orders?